Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Ben und ich freue mich, euch zu einer weiteren Folge Kerbal Space Program Hardcore Mode begrüßen zu dürfen. Wir haben in der letzten Folge versucht, dieses Schmuckstück hier von Saturn MK1 Rakete auf Minmus zu landen, hatten dabei aber leider zwei klitzekleine Probleme. Das erste Problem war, wir haben den Kontakt zur Bodenstation während unseres Landeanflugs verloren, weshalb wir uns am Ende der Folge doch dazu entschlossen haben, jetzt zuerst mal ein Satellitennetzwerk aufzubauen, statt weiterhin Drohnen in die Gegend zu schießen. Das zweite Problem war, das können wir jetzt noch schnell versuchen zu klären oder zu beheben. Ja, die Rakete hat sich, nachdem wir in dieser Stage waren, bei vollem Schub einfach unkontrolliert um eine Achse gedreht. Und ich wusste beim besten Willen nicht wieso, also beziehungsweise ich weiß jetzt immer noch nicht, denn meiner Meinung nach liegt der Schwerpunkt hier immer noch ziemlich genau in der Mitte. Also ich sehe da keinen. Also ich sehe nicht, dass der Schwerpunkt irgendwie außer Mitte wäre. Was dann dazu führen würde, dass sich das die Rakete irgendwie um sich selbst dreht. Naja. Nee, also ich. Seht ihr das? Seht ihr, dass die außer Mitte ist? Also beim besten Willen nicht. Ich komme jetzt auch dummerweise nicht ganz drunter und von oben sieht man es auch nicht. Na, 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 na. Also, falls jemand eine Idee hat, woran es liegen könnte. Möge er es mir bitte in die Kommentare schreiben. Hoffentlich erreicht mich das Kommentar dann noch vor der nächsten Aufnahmesitzung. Ja, es sollte eigentlich hinhauen. Also schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare, egal was. Vielleicht kann ich dann das Problem noch nachträglich in meinen Wissensschatz aufnehmen und für weitere Aufnahmen verwenden. Wir kümmern uns jetzt erstmal um einen Satelliten. Oh. Moment. Wir gehen jetzt erstmal schauen, ob wir nicht noch weitere Drohnen freischalten können. Denn mit der Drohne, die wir aktuell haben, mag ich keinen Satelliten bauen. Die ist irgendwie so ein bisschen unschön für Satelliten geeignet. Was bekommen wir denn hier? Da sind keine Drohnen dabei, da sind auch keine Drohnen dabei, da sind auch keine Drohnen dabei und da sind auch keine Drohnen dabei. Tja, und jetzt guter Rat teuer. Da sind Drohnen dabei. Damit kann man doch schon eher einen Satelliten bauen. Das wären dann aber 90 Science und wir haben nur 88. Verdammt, was machen wir jetzt? Wo kriegen wir jetzt noch 88 Science her? Ach, verdammter Mist, wisst ihr was? Wir schauen mal, ob wir nicht einen Kontrakt erfüllen können. Ob wir einen Kontakt erfüllen können. Oh Mann. Also. Starte eine interstellare Probe oder einen Rover nach Dres. Nee, danke. Einen Satelliten, einen Medium Orbit. 5,4, das reicht von den Forschungspunkten her. Wir sollen umkörben mit einem Mini-Periapsis, Max-Aboapsis und einem Mission Control Repair Panel. Keine Crew, die können wir noch mal versuchen, oder? Dann können wir nämlich eigentlich gleich hier reingehen. Wie viel bekommen wir? 50, ne? Moment, jetzt muss ich noch mal schauen. Ich habe mir das jetzt zwar hier durchgelesen, aber die Zahlen wieder nicht behalten. Also, Moment, den habe ich auch angenommen. Wo ist denn der jetzt? Ach, hier ist er doch. Nee. Hä? Hallo? Will ich das Ding jetzt veräppeln oder wie? Ja. So verschwende ich eure kostbare Zeit. Also, ich war doch hier auf Kon. Hä? Tja. Okay, ich gebe auf. Was habe ich jetzt angestellt? Ist jetzt hier gespeichert? Nö. Sehr seltsam. Gut, dann würde ich sagen, warp ich das Spiel jetzt einfach mal 24 Stunden vor. Am besten auf dem Rollfeld. Und wir sehen uns dann nach einem kleinen Schnitt wieder. Haha. Jetzt hoffe ich, dass wir hier neue, sehr schön. Also.
Toll. Eine Asteroid Redirect Mission. Warum? Wir können noch keinen einfangen, denn wir haben noch keinen. Ja, genau. After you capture an asteroid, bring the asteroid into. Wir haben noch keinen Clamp-O, also noch keine Zange, die das Ding festhalten kann. Oh, 600 Forschungspunkte. Verdammt. Und 840.000. Moment. 1, 2, 3, 4 Nullen. 840.000. Schrott. Und ich habe garantiert eben irgendwie aufs falsche Knöpfchen gedrückt. So, was haben wir hier? Baue einen Spaceplane. Okay. Ich soll ein Flugzeug in einen Orbit bringen. Sehr seltsam. Tja, jetzt, wenn mir die auch nicht gefallen, mache ich hier Exit. Er ist doch bescheuert. Und dann sehen wir uns nach einem kleinen Schnitt wieder. Haha. Und dann hoffen wir doch mal, dass wir hier einen ordentlichen Contract haben. Was haben wir denn hier? Launch Satellite High Orbit Contract. Der sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Wir sollen einen Satelliten in einen Orbit umkörben. Mini Periapsis, Max Avoapsis, einen Mission Controller, Repair Panel und keine Crew. Das mögen wir am liebsten. So, und bevor ich jetzt hier wieder auf das Falsche drücke, schaue ich dreimal hin. Genau hier. Accept. Vielen Dank. Und jetzt zu. Danke. Jetzt können wir endlich durchstarten. Katastrophal. Also, keine Crew. Keine Crew, keine Crew und ein Repair. Wisst ihr was? Wir nehmen dann mal hier unseren Wohnradischen S Saturn, genau. Laden. So, High Orbit, High Orbit mit 300. Das ist knapp über, wie heißt das Ding? Das ist knapp über Kerbin synchronem Orbit und ich bin mal so frei und pack hier nochmal mein kleines Bildchen aus. Denn für einen geostationären Orbit brauchen wir 4550 plus 800. Das macht 5350 Delta V. Also sollten wir mit 5000, Moment, 5300 haben wir gesagt, mit 5500 Delta V sollten wir doch in diesen benötigten Orbit kommen. 5000, ja gut, dann schmeißen wir hier mal unsere Landing Gears weg. Und oh, die Lichter brauchen wir auch nicht. Und das brauchen wir nicht. Und das brauchen wir nicht. Und das brauchen wir auch nicht. So, jetzt kriege ich das hier auch schon mal dran. Gut. Jetzt ist unser Ingenieur weg. Moment. Die brauchen wir. Zwar in doppelter Ausführung. Denn wir müssen ja noch irgendwie die Antenne versorgen. Das kommt dahin. Müssen wir die hier auch noch mal ein bisschen umsetzen. So und so. Den hier können wir komplett entfernen. Schön. Und jetzt schauen wir noch schnell, was unser Ingenieur sagt. Der Herr Ingenieur, komm. Einen. 7000. Hui, viel zu viel, zu viel, zu viel. Viel zu viel, zu viel. Geld sparen, Geld sparen, Geld sparen, Geld sparen, Geld sparen. Ein Booster kostet 800 und unser großer Kanister kostet 700. Mein Teuer ist auch nicht die Welt. Triebwerk? 17.000. Nee. Nee, okay, Schock. 6.000. Boah, das ist ja der Hauptkostenfaktor hier. Oh mein Gott. Pff. Ne? Dann nehme ich ja doch lieber mal ein billigeres. 3.000, 5.000, 3.000. Kommen wir damit immer noch hoch. Ja, immer noch viel zu viel. Wie wäre es, wenn wir mal den noch rausschmeißen? Immer noch viel zu viel. Hilfe! Hallo? Weg, weg. Na, jetzt habe ich den schnell wieder rausgeschmissen. Tja. Ich habe da drauf geklickt. Immer noch 7000. Himmel hilf. Naja, gut dann. Mir soll's recht sein. Pff. So. Schön.
PWR passt. Was wollte ich eigentlich sagen? Na, Solarzellen und Batterien sind genug dran. Wir brauchen noch dieses Repair Pack hier, das wir mitnehmen sollen. Aber wir können eigentlich auch mal die hier jetzt ausprobieren. Wie wär's denn damit, ha? Gucken wir mal, ob wir die hier irgendwie schön auf den Köppen drauf bekommen. Ja, sehr schön. Nee. Mist. Komm schon, ich will die oben drauf haben. Das sieht gut aus. So. Schön zentrieren. Komm. Ja. Hab dich nicht so. Ja, dass es hier oben nicht einrastet, ist ein bisschen blöd, aber man kann sich ja helfen. Muss nur zusehen, dass ich irgendwie die Zeit totgequatscht bekomme, bis ich hier diese blöden Antennen... Ah, ich krieg gerade das Kribbeln in die Fingern. Verdammt. Nee. Besser geht's nicht. Also XXX. Ups. X. So, dann bin ich auch mal gespannt, was das gute Stück da oben macht. Wo war ich stehen geblieben? Eine Antenne. Also, die da bitte dahin. Dankeschön. Und die da bitte dahin. Genug Strom sollten wir haben. Genug Schub haben wir auch. Genug Strom haben wir. Eine Antenne haben wir. Genug Solarzellen haben wir. Haben wir. Unsere Rakete hat jetzt eigentlich genug. Wir bekommen für unseren Contract wie viel Knete? 72.000. Huah. Achso, Moment, da fehlt ja noch was. Und zwar das Repair, talala, das da genau. Das wiegt 0,025. Hat keine Repair Parts, sehr interessant. Was auch immer das heißen soll, aber was soll ja eigentlich nur dran sein? Also von daher, klemmen wir es einfach, ja, keine Ahnung, irgendwo dran. Ach, naja. Wie viel kostet das gute Stück? 600, da müssen wir 2 dran machen. Egal, 2. Alles erfüllt soweit. Dun, 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 dun. Mission Control Repair Panel haben wir. Und dann müssen wir eigentlich nur noch ab in Space. Also. Mal schauen, ob wir wenigstens das noch in den nächsten Minuten schaffen, bis die Folge leider dann schon wieder vorbei ist. Also nicht lange rumquatschen, sondern Feuer. Ja, wir sind natürlich wieder viel zu schnell. Aber das Raketchen hier lässt sich einwandfrei steuern, sagte er und versenkte die Rakete mehr. Ah, komm. Gut, die sind fertig. Und wir gehen hier langsam hoch. Ist natürlich immer noch hoch, guck mal, wie die da wegfliegen. Machen wir uns erstmal unseren Gravity Turn hier. Etwas weniger Schub. Oh, ich werde langsam, das ist nicht gut. Das sieht schon besser aus. Na komm. Gravity Turn. Los. Los. Na, wir sind schon aus der Atmosphäre draußen fast. Da kann ich mich jetzt auch hier wagemutig Richtung Horizont stürzen. Auf diese drehen. So. Na komm. Arretieren und Feuer frei. Das war unser Orbit. So, dann hauen wir doch mal das mal bei unseren anvisierten 300. Ja. 300 Apo und Peri ankommen. Mit unserem Treibstoff, den wir hier noch übrig haben. Wie viel? Ich muss wieder schauen. Hey, also irgendwas mit 300. Mann, das schaffen wir noch. Oh oh. Und schon wieder dieses vermaledeite Problem, dass wir... Ach, ist doch zum Brechen, Leute, wirklich. Dass wir ja warten müssen, bis wir dann wieder unser die Connection, ja, die Verbindung mit unserer Bodenstation haben. Also 300. Na komm, zähl dich nicht so. Wir sollen hier noch ein bisschen abtauchen, unseren Horizont, dass wir die Periapsis noch ein bisschen anheben. Dummerweise noch Periapsis erst annehmen, sonst werden wir bei der ersten Umdrehung knapp.
gnadenlos in der Atmosphäre verglühen. 17, 20, 30. Komm schon. Ja. Na komm, hab ich nicht so. Okay. Noch ein bisschen. Gut. So, jetzt dann wieder Prograd. Oh, das wird knapp. Wird knapp, aber sollte gerade so hinhauen. Voraussetzt, wir verlieren jetzt nicht gleich wieder unsere Verbindung. Sollten wir den noch schnell auf 300 hochziehen, da kommt dann trete ich auch in die richtige Richtung. Dann baut man wieder ein bisschen vor, bis wir an unserem Apoapsis Verbindung mit unserer Bodenkontrolle haben, heben unseren Periapsis hoch und haben die Mission dann auch schon erfüllt. So. Also 300. Sehr schön. Guck mal, wie wenig Flügel wir brauchen, um den hier ein bisschen anzuheben. Perfekt. Was sagt der hier? 302 passt. Jetzt müssen wir nur noch zusehen, dass wir unseren Periapsis irgendwie auf über 297 Kilometer anheben und dann haben wir das auch schon geschafft. Wir können uns eigentlich schon mal hier nochmal hinstellen, dass wir genau in der Sonne sind. Wir wollen ja nicht wieder an Saftmangel, so wollte ich eigentlich sagen, an Saftmangel scheitern. Kann das Ding eigentlich irgendwas, wenn ich da jetzt draufklicke? Nö. Nö. Kann gar nichts. Okay. Das sieht schön aus. Den nehmen wir. Kill, kill. Und dann heißt es wieder... Oh, halt. Moment. Oh. Aktivieren. Die brauchen wir ja. Denn ohne geht nichts. Wenn wir dann nämlich schon 300 hoch sind, haben wir mit unserem... wo ist er? Dann haben wir mit dem hier keinen Kontakt mehr. Der geht ja nur... Oh. Nichts gesagt. 500, wow. Gut, tolle Wurst. Okay, Warp. Mal sehen, wie lange es dauert. Vielleicht schneide ich es einfach wieder raus. Hehe. So, komm, go, 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 go. Und die Batterie fällt und Glück gehabt. Ja, es ist immer so ein bisschen so ein kurzer Adrenalinschub, wenn die Batterie bei hohem Warp einfach mal so im Keller abstürzt. Ja, ich weiß, dass ich schneller warpen kann. Da ich mir trotzdem schneller warpen, danke. Go, 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 go. Und die Batterie stürzt im Keller, yay. Na komm schon. Wir haben nur noch knapp 2 Minuten. Auf. Sonst muss ich doch schneiden. Naja. Wenigstens bekommen wir bei der Mission dann einen Haufen Geld. Von den Science-Punkten her dürfte es ja gerade so reichen, um über die 90 zu kommen, dass wir uns unsere neue Drohne erforschen können. Dann haben wir mit dem hier auch schon den ersten kleinen Com-Satelliten im Orbit. Apropos, mit 300 ist der eigentlich gar kein so schlechter, Verteiler nachher. Den könnten wir dann nochmal, wir haben ja den Ingenieur dabei, den könnten wir eigentlich nochmal auf den geostationären Orbit runterziehen auf die 2800 irgendwas. Ich müsste jetzt lügen, ich weiß nicht mehr ganz genau. 2890 war es, glaube ich. Und dann können wir uns man braucht ja eigentlich für ein Netzwerk mindestens 4 Satelliten. Und dann können wir uns einen sparen. Dann können wir schauen, ob wir noch mit 3 auskommen oder die 4 dann versetzt anbringen. Ne, also einen, wenn der dann genau über dem Com-Center steht, sondern einen hier hin, so schön im Viereck, dann hätten wir hier an der Seite des Vierecks dann eben 3 Satelliten statt nur 2. So, jetzt habe ich die Wartezeit doch noch überlabert bekommen. Sachen gibt es, die gibt es gar nicht, wird immer besser hier. Dann, jetzt sind wir auch ein bisschen wieder im Schatten. Ach Gott, nee, wir haben Verbindung, wir richten uns Prograd aus. Warpen zu unserem... Apoapsis, wollte ich sagen. Vor. Eine Minute Apoapsis. Oh, okay. Delete. Dankeschön. Können wir dazu. Ja, da ist auch 20 Sekunden. Und heben dann am Apoapsis unseren Periapsis an. Auf, ja, so, dass unsere Mission erfüllt wird. 300 irgendwas. Was machst du? Bin nicht größer werden, das wäre nicht gut. 300. Ein bisschen vorwarpen hier. Vorsichtig.
Ever so careful. Ja. Mein Lieblingszitat bei KSP. 300 sollten wir, ne? Und. Nein, Schande! Schnell, andere Richtung. Go, 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 zu hoch. Komm, go. Tada! 72.000 Körperdollar und 5,41. Merci. Gut, dann ist der weg. Dann können wir hier zumachen. Und wollten jetzt noch unseren 2.890 waren es, glaube ich. Ich müsste jetzt lügen, aber ich denke, wenn wir die vorerst mal so einstellen auf 2.800. Oh, Moment. Haha. Bedümm. Wir sind ja bei 200, wir sind ja bei 300, nicht bei 2000. Ich bin wieder mal total neben der Spur. Schauen wir mal, ob wir das irgendwie hinbekommen. Ansonsten bleibt er eben in Low Orbit Dingsbums Com-Satellit. Ich ja, würde fast bezweifeln, dass es reicht. Wir schauen mal kurz. Tschung, 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 tschung. Tja, obwohl ich sehr, 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 sehr. Fuel-freundlich unser Triebwerk hier 2890 500 600 ja Spannung steigt, oh mein Gott, die Zeit ist schon wieder längst drüber, 800 90, gut, ob unser erster Com-Satellit hier es noch auf seinen geostationären, auf seinen körbenstationären Orbit schafft, sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge ein wenig gefallen. Sollte das der Fall sein, würde ich mich über Kommentare und/oder Likes freuen. Ihr dürft das, die Folge natürlich auch gerne, oder was heißt die Folge, die komplette Serie, dürft meinen Kanal gerne euren Freunden weiterempfehlen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns das nächste Mal sehen, wenn es dann heißt, geostationäre Orbit, ja oder nein. Bis dahin, ciao, ciao, euer Ben.